Hallihallo, es ist Sonntag, es ist Ostersonntag, Ostersonntagnachmittag. Ich habe es gestern schon mal gesagt, frohe Ostern. Ja, wir sind heute bei der letzten versprochenen Episode von Factorio. Und genau das, was ihr hier gerade in dieser Ding seht, machen wir heute hauptsächlich. Also, ich habe in den letzten Tagen offline dafür gesorgt, dass das so gut wie fertig ist. Wir sind ja bei 98%. Wir brauchen jetzt nur noch 20 Stück hier. Die sind fertig. Die sind fertig. Und, aber bis dahin, ich könnte das jetzt machen, aber dann wäre im Prinzip die Episode fertig und durch. Wir werden jetzt Spaß haben. Wie versprochen. So, ich setze mich jetzt in die Spinne. Wir machen erstmal im Norden, da sind wieder ein paar, respawned. Ich muss erstmal suchen, wo ich die hier vor Wochen abgelegt hatte. Hier so. So, ich spreche nochmal. Und jetzt lasst uns Spaß haben. Wir machen erst die im Norden und dann gehen wir in den Osten und rotten alle aus. War nur ein kleines Nest. So, macht nichts. Macht gar nichts. Okay, na gut, ich gehe dann nochmal. Wir machen noch das da und dann gehen wir zurück und dann geht's nach Osten. So. Also ich habe an vielen Punkten und Stellen gemerkt, was schlechtes Bauen an Nachteilen mit sich bringt. Ach, da war vieles nicht gut. Mein Plan ist, in 9 bis 12 Monaten eventuell, tendenziell eher später als früher, eine neue Staffel zu machen hier, wo ich dann eine Ordnung, wie ich sie mir vorstelle, für mich selbst erzwinge. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und die werde ich dann... Ich will die schon machen, ich weiß nur noch nicht wann. Ich habe jetzt erstmal nur den groben Zeitrahmen, 9 bis 12 Monate. Ja. Grob gesteckt. Es könnte so sein. Ja, und dann werde ich 2nghaft versuchen, diese andere Ordnung, wie ich sie mir vorstelle, zu machen.
Also ich schätze mal, das wird so frühestens im vierten Quartal werden. Wahrscheinlich sogar eher noch später. Mir wurde natürlich gesagt, ich könnte doch das ja theoretisch weitermachen, aber es irgendwann muss Schluss sein. Und wie gesagt, weil ich sehr ineffizient gebaut habe, hat das nicht wirklich einen Sinn. Hi. Das ist heftig. So. Ich versuche mal etwas taktischer vorzugehen. Denn hier noch? Ach, das nächste Eisenfeld. Das ist ein größeres Nest hier. Ich darf halt nicht stehen bleiben.
dann schießen die mich selbst damit ab. Ich eigentlich. Okay, du. Zumindest über kleine Dinge geht's offenbar. Ach, sehr lustig. Also direkt über Wasser geht's nicht, aber sie kann winzige Landmassen nutzen. So, das wird dann das letzte oben sein. Dann gehe ich wieder zurück. So, das ist im Süden jetzt.
Wiesel, gleichfalls. Auch dir frohe Sonn. Sofort. Ich habe erstmal festgestellt, dass normale Ballistiken kontraproduktiv sind. Weil, Moment. Da. Ich hatte mit Raketenwaffe-Zeugs begonnen und das ist nicht schlecht, aber es kann halt nicht reproduziert werden unterwegs. Also, ja. Da hast du wohl recht. Wobei hab ich da über einen Tunnel? Nee. Ich hab nur. Ja, ich sag's mal so, ich nehme so viel Energie. Über die. Ich hab etliche Batterien drin, das. Ich glaube, der Fusionsreaktor ist gut kompensiert. Aber im Prinzip. Das ist dann natürlich recht. Ich wollte nur nicht nochmal 200. Blaue Schaltkreise produzieren müssen. Oh. Die haben ja ganz schön die. Das ist interessant. Also die Reparaturmodule, die werden wieder mehr. Das ist interessant. Eben waren es noch bei 20 circa. Mal was. Da ist ja was los. Und jetzt auf einmal sind wir runter auf 11. So, ich muss dann erstmal wieder zurück. Ich brauche neue. Warte, kann ich die herstellen? Moment. Kann ich die herstellen? Ja, kann ich. Ja, 11 ist mir etwas wenig. Ach, warte mal, hat der. Ich glaube, ich habe ein anderes Problem. Ich habe eventuell keine Bauroboter mehr. Logistikroboter nützt mir nichts. Ich muss doch wieder zurück. Oder kann ich die hier? Moment. Ich glaube nicht, dass ich die hier machen kann.
Bauroboter. Naja, doch. Ich habe komischerweise genug da. Damit ich den wieder reparieren kann. So. Frisch repariert. Und erholt. Muss aber sehr, sehr viele Raketen mitnehmen. Sehr, sehr viele. Ich habe das damit begonnen. Die haben durchaus... tun die ihr Ding. Aber ja, irgendwann sind sie alle und dann... man müsste theoretisch die auch massiv produzieren. Und dann nach Hause fahren und wieder auf einladen und so weiter und so weiter, und das fand ich dann etwas zu ineffizient. Atomraketen. Du bist mir ja einer. Ja klar, kann man auch machen, aber das wäre mir etwas zu heftig. So, jetzt gehen wir mal wieder nach Westen.
mal schnell eine Südenrunde. Ich weiß. Tja, für eine Königin bin ich dann doch nicht genug ausgerüstet. Weil die stelle ich mir dann wirklich heftig vor. Weil mit einer Königin, es fühlt sich dann wieder so ein bisschen an wie bei Diablo, 2 oder 3, wo du, ja, immer wieder sanft anlaufen, dann zwei, drei Dinge abwerfen und dann, schon wieder zurückwerfen musst, weil die ein ordentliches Arsenal hat. Möglicher. Ach, die hatten so viele Zwischenbosse, die auch gut waren. Und selbst bei Diablo 4 gab's gute Bosse. Ich habe aber nicht zu Ende gespielt. Ich weiß gar nicht, wie weit ich bei Diablo war. 4. Weiß ich gar nicht. Ich habe keine mit.
Nein, ich habe keinen Mut. Na gut. Ja, ich muss dann zurücklaufen. Also mit dem Ding hier. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ach, so weit wahnsinnig weg bin ich ja gar nicht. Das ist ja nochmal Öl. Ja. Naja. Zumindest habe ich jetzt mal die ganze nahe Karte aufgedeckt. Und da ist noch ein schönes Nest. Das ist schlau. Ich meine, wenn man sich hunderte Spielstunden damit beschäftigt, dann kommt man auf sowas.
Ja, mit Solar. Ja, ich habe so gemacht, dass ich einfach eine Stromleitung hinbaue. Es gibt, denke ich, verschiedene Möglichkeiten. Aber das mit dem Radar, das ist gut. Habe ich bisher so nicht gemacht. So. Ich glaube, das bringt ja gar nicht, da 2,5 Stunden rumzurennen. Wir sind jetzt gerade mal bei 40 Minuten. Licht. Oh, das fühlt sich nicht. Ich hatte nur bei Dyson Sphere Program gesehen, dass man da einiges machen kann mit Blaupausen im übertragenen Sinne. Aber hier, das wusste ich nicht. Ach, das ist schick. Noch mehr Öl. Ich glaube sogar bald, ich lasse es heute bei nur einer Stunde. Das kann irgendwann schnell anöden.
Klar, die mache ich nicht alle. Das hört ja nie auf. Im Prinzip hört es nie auf. Ja. Ah, hi Absalon, dir auch frohe Ostern. Ist hier noch was? Ah! Hier ist irgendwo was. Ich überlege, ob ich dann das heute umstelle. Ich würde dann nämlich jetzt schon die Rakete zünden. Also jetzt noch weiter rumzulaufen, das ödet mich dann doch zu sehr an. Und dann eventuell würde ich dann nachher mit dem Supermarkt-Simulator weitermachen. So, jetzt werden wir wahrscheinlich ein paar überflüssige Steuereinheiten gebaut haben. So, da, wir sind jetzt bei 98%. Ich brauche jetzt nur noch 20 Steuereinheiten. Und, ich mache hier mal den Haken rein. Tja. Ja, kann man auch. Das hattest du ja vorgeschlagen, aber ich, bei meiner hoch ineffizienten Bauweise hier, macht das. Das macht keinen Sinn. Ups.
Ach du hier bist, das ist noch deutlich mehr. Eins, zwei, drei. Damit käme ich sogar auf 120%. So. Ihr seid jetzt dabei, wie ich das jetzt hier beende. Habe ich erst einmal gemacht. Ach, ich soll den Satelliten einsetzen. Habe ich sowas? Ich glaube, ich habe gar keinen Satelliten. Habe ich sowas? Einen Satelliten? Ja, es geht ja eigentlich nur darum, das Spiel jetzt erstmal zu beenden. Was mein eigentlicher Plan ist für jetzt. Finde nicht. Nee, das mit dem Satelliten hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich finde auch keinen. Nicht, dass ich den da gar nicht erforscht habe. Das wär's ja. Ganz blöd gedingst. Ist der Donner irgendwo hier drin? Ich sehe es nicht. Ja gut, all das von hier bis hier habe ich noch nicht erforscht. Ja, ne, da. Ach so, geht es darüber? Ich, Ach, da unten ist der. Ach ne. Habe ich das beim letzten Mal getan? Weiß ich gar nicht. Nee, ich. Wenn ich so machen wollen würde, dann müsste ich so machen, ja. Aber ich. Ich gestehe, ich habe keine Lust dazu. ja, was wäre hier das? Na gut. Dann, ja, ich belasse es dabei. Na gut. Tja. Das ging. Ich hatte mir das mit der Spinne, also mit dem Spider-Tron, anders vorgestellt. Ich habe zwar gefühlt 100 Nester ausgeräuchert, aber der Reiz ist so schnell wieder gesunken.
Das hätte ich gar nicht erwartet. Tja. Das war jetzt für mich Factorio. Meinen Plan hatte ich ja erzählt, so in einem Jahr circa eine neue Staffel zu machen. Und besser zu bauen. Und aber es hat trotzdem Riesenspaß gemacht. Von Anfang an, wo noch nichts da ist, wo man manuell das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ich nicht gewusst hatte, ist, dass es nach diesem Raketenstart noch weitergehen kann. Das im Prinzip ist der Raketenstart oder der fast Raketenstart im Prinzip für mich das Ende. Ich hab ja auch gemerkt, bei zunehmend mehr Dingen, dass eine schlechte Bauweise ich will nicht sagen, dich zurückwirft, aber dich so langsam macht, dass du zum Schluss musste da noch was machen und dort und überall muss man nachjustieren, und wenn man es von Anfang an richtig machen würde, so wie es theoretisch mein Plan ist, braucht man das nicht. Dann hat man im Prinzip pro Produkt hast du dann bis zu zehn Maschinenanlagen, die das produzieren. Du hast dann ein oder zwei Großstränge oder Großleitungen. Ich weiß auch, ich habe schon bei anderen gesehen, die das so machen. Und dann hast du halt zum Schluss im Prinzip einen großen Kasten mit 50 oder 60 mal 10, im Prinzip einen großen Kasten, und da geht dann alles so rasend schnell zum Schluss. Du kriegst problemlos alle Reagenzien, alle Farben. Es geht alles rasend schnell, aber eben nur dann. Und bei diesem Murks, den ich gemacht habe, da es verlangsamt sich so extrem, das ist zum Schluss, wie ich es nenne, eine Art Flickschusterei. Die kann, wenn man, ich meine, ich bin ja etwas Chaotiker und deswegen bin ich damit zurechtgekommen, aber es war trotzdem schlecht. Tja. Das war Factorio, die chaotische Staffel. Die Chaos-Staffel. Also, es ist aber mein Ziel in einem. Okay. Ja, 100 Solarplatten hatte ich auch. Ich hatte jetzt, glaube ich, 32 pro einzelnen Park. Das gab mal 10. Was ich etwas überkompliziert fand, war der Kernreaktor, wo man über diese Zentrifuge da zwei unterschiedliche Produkte rausbekommt. Das fand ich. Aber das kann auch wieder an der schlechten Bauweise liegen, die ich gemacht habe. Ja. Ich weiß nicht, ob das du warst oder jemand anderer. Jemand hat da gesagt, wenn man da 2x2 Blöcke baut bei den Kernreaktoren, dann kriegt man nochmal einen Bonus. Ich hatte ja nur einen. Und ich habe es dann zum Schluss gemerkt, dass ich teilweise dann trotz meiner riesigen Solarparks hat zum Schluss dann trotzdem die Energie nachts gefehlt. Aber selbst hier wieder, auch die Solarpanel kann man auch wieder automatisieren. Und da hat man dann zum Schluss 3.000-4.000 Stück produziert. Und
muss eigentlich nur noch abschöpfen. Ich habe ja sehr, sehr viel über meine Arbeitsleiste ungemacht. Die ist ja eigentlich nur zur Not da. Dafür automatisiert man ja eigentlich. Ja, trotzdem, es hat, wie viel waren das jetzt? 25, 26 Folgen? Ja. Damit geht jetzt. Ja, so viel wie nötig, Wiesel. Wenn du 90 brauchst, kannst du 100 bauen. Wenn du 140 brauchst, kannst du 150 bauen. Und pflasterst das alles voll damit. Und einige spielen ja, so wie ich es bei Satisfactory gemacht habe. Ich habe dann einfach die Tiere ausgeschaltet, weil die mich so genervt haben. Ich habe es irgendwann sein lassen. Und dann irgendwann halt war halt die Option dabei, dass die keine Rolle spielen. Dann, wenn du ohne Tiere spielst, die dich angreifen, dann ja, kannst du im Prinzip die halbe Welt zupflastern. Und dann hast du keine Stromprobleme mehr. Ich war jetzt auch zwischendurch bei Dyson Sphere Program, was mir von der Machart etwas also besser gefällt als hier. Und habe ich jetzt erstmal wieder pausiert, weil ich habe zwar die, ich habe glaube ich drei, vier riesige Solarsegel, Kreise und dergleichen. Und dann hatte ich die mit dem Hardware-Stück begonnen. Ich nenne es mal Hardware. Und hatte die. Hi Resix. Und hatte die diese Stöpsel begonnen. Und dann hat's gestoppt. Und ich wusste nicht, weil ich das auch etwas überkompliziert finde, wie man mit dem Hauptstück dann weitermacht. Das ist wieder so ein kleines Problem von mir, weil ich halt neurodivergent bin. Ich habe dann nicht durchgeblickt über dieses System, was sie da haben, wie man die das Hauptstück baut, bei der, wie man die Dyson-Sphäre halt baut. Die Stöpsel haben funktioniert. Und dann hat er aufgehört und ich wusste nicht, wie baue ich jetzt das Hauptstück, und ich habe es nicht gefunden, wie man das macht. Das, da würde ich mir dann auch manchmal so eine Art Default-Einstellung wirken oder wünschen, die man dem Spieler anbietet. Dann kann jemand wie ich dann, der für das Feinere zu blöd ist, kann dann einfach sagen, ja, ich möchte das Default, was einem angeboten wird, dann klicke ich da drauf und dann wird es gebaut. Aber das habe ich halt nicht gefunden. Und deswegen habe ich da jetzt erstmal bei Dyson Sphere Program offline das pausiert, und vielleicht finde ich es irgendwann raus. So. Na gut. Dann danke euch allen, dass ihr mich über die ganze Zeit begleitet habt, mit vielen guten Ratschlägen, die mir auch geholfen haben. Und ja, ich bin morgen bei ResiX, ja. Wenn du so willst, ja. Aber da ich das gleich abschließe, du kannst dir das nochmal nach. Ich habe etwa 100 Nester mit dem Spider-Tron ausgeräuchert. Und habe dann auf den Knopf der Rakete gedrückt und festgestellt, dass ich keinen Satelliten habe. Weil ich. Ja. Also im Prinzip ist die Rakete dann im Boden stecken geblieben. Naja, egal.
Im Prinzip war ja der Weg, der Weg war ja das Ziel. Wie gesagt, ihr könnt es euch nochmal im Nachhinein ansehen. Also, ich bin eventuell nachher nochmal und morgen auf jeden Fall mache ich dann den Supermarkt. Übermorgen sind wir beim Polizeisimulator. Ja, das sagt ja, entweder Wiesel oder der andere, die spielen auch gern weiter. Aber auch mit dem einen Spiel von vor 5, 6 Jahren, oder wann es war, hatte ich dann auch nur, war ich dann bei der Rakete und das war's. Ja. Gut, eventuell werde ich, eventuell, so 50-50 Ding ist das, werde ich gleich auch nochmal auf den Supermarkt. Da hätte ich dann theoretisch eine Doppelfolge nachher und morgen. Und mal sehen, wenn ihr Lust habt. Ansonsten habt noch ein schönes Ostern und wir sehen uns eventuell morgen.